Rammstein: Tausende demonstrierten gegen US-Drohnenangriffe. Anlässlich des Tages der Bundeswehr kam es am 11. und 12. Juni 2016 in mehr als 10 Städten in Deutschland zu Aktionen von tausenden Kriegsgegnern. Unter anderem beteiligten sich gemäß den Organisatoren 5000 Menschen an einer Menschenkette am pfälzischen US-Stützpunkt Rammstein, um gegen den tödlichen Einsatz von Drohnen durch die Vereinigten Staaten zu protestieren. Seit dem Jahr 2011 ist die Flugleitzentrale auf der US-Militärbasis Rammstein Dreh- und Angelpunkt für völkerrechtlich umstrittene Drohnenaktivitäten der USA. US-Präsident Barack Obama hatte Drohnenangriffe zum wichtigsten Mittel im sogenannten globalen Krieg gegen den Terror erklärt. Das sogenannte gezielte Töten mittels US-Drohnen kostete zwischen November 2002 und November 2014 pro ermordetem Terroristen im Durchschnitt 28 unschuldige Zivilisten das Leben. Dies geht aus einem Report der Menschenrechtsorganisation Reprieve vom 24. November 2014 hervor. Dunkelziffer liegt wahrscheinlich noch viel höher. Was der US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein damit zu tun hat und dass US-Drohnenkriege ohne Deutschland kaum möglich sind, zeigte Klagemauer TV in der Sendung vom 23.04.2014. Sehen Sie die Wiederholung dieser Sendung im Anschluss. Nun jedoch zurück zu der Kundgebung gegen den Drohnenkrieg vom deutschen Boden aus, vom 11. Juni 2016 in Rammstein. Ein Klagemauer TV-Zuschauer war vor Ort und hat uns sein Video zugesandt. Sehen Sie nun einige Impressionen direkt von der Kundgebung und unter anderem ein Aufruf eines ehemaligen Agenten des US-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA. Ich sag Stopp und ihr sagt Rammstein, Stopp! Rammstein! Stopp! Rammstein! Ihr seid wunderschön, Dankeschön. Von den 11,2 Kilometern haben uns vielleicht noch 3 gefehlt. Aber wir haben dem Wetter getrotzt, wir haben eine tolle Menschenkette hingekriegt mit vielen tollen, imposanten Bildern, die zeigen, dass unser Wille für Frieden und gegen Krieg und Drohnen ganz deutlich ist. Wir wissen, von diesem deutschen Boden geht Krieg aus. Krieg, der mit Drohnen gegen Zivilisten, gegen Frauen und Kindern geführt wird. Weltweit und immer wieder. Und ohne diese Relaisstation gäbe es diese kriegerischen Einsätze nicht. Deswegen werden wir auch weiterhin alles tun, dass dieser Kriegseinsatz von deutschem Boden der Völkerrecht und Grundgesetz widerspricht, dass dieser beendet wird. Dafür stehen wir hier und dafür werden wir auch immer wieder kommen. So, those of you GIs, ihr GIs und Bundeswehrsoldaten, erkennt, für wen ihr wirklich arbeitet. Erkennt, für wen ihr wirklich arbeitet. Es sind die bluttriefenden Waffenhändler. Und sie nehmen Millionen dadurch ein, dass ihr diese Uniform trägt, auf den Knopf drückt und Menschen in 3 Minuten, in 3 Sekunden tötet. Ihr wollt den Drohnenstreik? Wir sind bereit! Ihr wollt den Drohnenstreik? Wir sind bereit! Ihr wollt den Drohnenstreik? Wir sind bereit! Denn wenn ich weiß, was Unrecht ist, dann schweige ich zu Unrecht nicht. Diese Waffe der Drohne ist geschaffen worden, damit keine Weißen sollen sterben, obwohl wir ein paar schwarze Soldaten bei uns auch haben, aber keine Weißen sollen sterben. Es soll nur der Feind, und das sind teilweise Menschen, die eigentlich keine technische Entwicklung haben, sodass sie eine Luftwaffe hätten, die Drohnen runterschießen können. Also Schwarzen, Muslimen, Araber und so weiter, die dürfen sterben. I
Ich werde nach Amerika zurückgehen und den Leuten dort erzählen, was ich hier gesehen habe. Und was ich hier gesehen habe, wünsche ich, dass es alle Menschen sehen können. Darum bitte ich euch umzudrehen und euch einander anzuschauen. Es ist eine unglaubliche Ermutigung. Macht weiter so und lasst euch nicht aufhalten. Sind US-Drohnenkriege ohne Deutschland möglich? Meine Damen und Herren, guten Abend. Brandon Bryant hat geholfen, viele Menschen zu töten. Insgesamt waren es 1626, sagt er. Terroristen, Terrorverdächtige, mutmaßlich auch Zivilisten. Brandon Bryant war Drohnenpilot der US Air Force, hat Kampfdrohnen im Auftrag der amerikanischen Regierung gesteuert. Irgendwann konnte er nicht mehr, wie er selber sagt. Ich habe mich entschieden, die Air Force zu verlassen, weil ich an der Integrität meiner Vorgesetzten gezweifelt habe. Sie haben internationales Recht gebrochen, Menschenrechtsverletzungen begangen. Wir sind eine regelrechte Tötungsmaschinerie. Brandon Bryant erklärt, wie das Signal der Drohnen, die irgendwo über Afghanistan, Pakistan, dem Jemen oder sonst wo kreisen, übertragen wird. Über einen kommerziellen Satelliten, zum Beispiel der CNN, wird es von einer Satellitenschüssel empfangen, die auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland stationiert ist. Von dort geht das Signal durch ein Glasfaserkabel mitten durch den Ozean bis zur Cannon Airbase in der USA, wo Bryant stationiert war. Er berichtet, in den mehr als 6000 Stunden, die ich geflogen bin, und in den tausenden Missionen gab es keinen einzigen Einsatz, bei dem ich nicht Ramstein angerufen hätte, um mich mit meiner Drohne verbinden zu lassen. Im Luftwaffenstützpunkt Ramstein laufen wirklich alle Informationen zusammen wie durch einen Trichter. Doch Ramstein ist nicht nur eine Durchgangsstation für Drohnendaten aus Pakistan oder Jemen. Die Daten werden hier sogar ausgewertet und verarbeitet. In Ramstein betreiben US-Militärs und US-Geheimdienste seit Februar 2003 das Auswertungszentrum Distributed Common Ground System 4, kurz DGS-4, für die weltweiten US-Drohneneinsätze. In der Einheit DGS-4 werden die Live-Bilder der Drohnen analysiert und mit nachrichtendienstlichen Erkenntnissen abgeglichen, um sicherzustellen, wie Brian sagt, dass die, die wir töten, auch wirklich die Bösen sind. Der US-Geheimdienstkoordinator James Clapper bezeichnete 2010 das DGS als das zentrale Nervensystem amerikanischer Drohneneinsätze. Brandon Bryant formuliert es so: Ohne diese Basis in Deutschland würde das alles nicht funktionieren. Es ist das Epizentrum aller Informationsflüsse für die Überseeoperationen der USA. In welche Operationen das DGS in Ramstein konkret eingebunden ist, darüber verweigert das US-Militär die Auskunft, aus Geheimhaltungsgründen. Und die Bundesregierung will es offenbar auch nicht so genau wissen. Sie nimmt wie folgt Stellung: Die amerikanische Regierung hat gegenüber der Bundesregierung bestätigt, dass von amerikanischen Stützpunkten in Deutschland bewaffnete, ferngesteuerte Luftfahrzeuge weder geflogen noch befehligt werden. Klar ist, im Karrierenetzwerk LinkedIn berichten Dutzende stolz von ihrem Job im DGS-4 auf der Luftwaffenbasis Ramstein. Der Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele von den Grünen bringt es wie folgt auf den Punkt: Ich kann einfach nicht glauben, dass die Bundesregierung und die ihr unterstellten Fachbehörden, also Nachrichtendienste, aber auch Polizei, nicht mitbekommen, dass von Deutschland aus auch so ein geheimer Krieg geführt wird. Da gibt es nur eine Reaktion, zu der müssen wir sie veranlassen, dass das von Deutschland aus nicht mehr stattfinden darf. Werte Damen und Herren, helfen auch Sie zu veranlassen, dass solche völkerrechtlich umstrittenen Drohneneinsätze nicht mehr über Deutschland geführt werden dürfen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wie funktionieren moderne Kriege?
Erstens destabilisieren. Der Angreifer schürt Unruheherde im Lande seines Zielobjekts. Er destabilisiert das Land seines Zielobjekts bis hin zu Bürgerkriegen. Zweitens, wie tut er das? Er nimmt zuerst einmal Kontakt zu allen unzufriedenen und gewaltbereiten Gruppierungen, Rebellen, Lohnterroristen im Lande seines Zielobjektes auf. Ihm spielt es dabei keine Rolle, ob diese gewaltbereiten Rebellen sich aus Fußballfans, religiösen Fanatikern, links, rechts oder sonst wie Extremen zusammensetzen. Nur gewaltbereit, kaltblütig und loyal müssen sie sein. Der Angreifer stellt jede dieser Gruppen eine besondere Zukunft mit Mitspracherecht und vielen Vorteilen vor Augen. So kämpft jeder Motivierte, egal wodurch, für die Durchsetzung seiner eigenen individuellen Ziele. Jede sich auf diesen Weg heranbildende terroristische Einheit akzeptiert vorübergehend auch völlig anders geartete Gruppierungen. Jede Gruppe sieht in der gemeinsamen Stoßkraft vorerst einmal nur Vorteile. Das Motto: Synergie über alles. Gemeinsam schlagen, getrennt marschieren. Der Angreifer bildet also bunt zusammengewürfelte Terrorgruppen heran. Mag sich eine extreme Rebellengruppe gar nicht mit Andersgesinnten vermengen, so spielt das dem Angreifer auch keine Rolle. Er setzt sie separat für besonders auserwählte Ziele ein. So zum Beispiel für Selbstmordattentate und so weiter. Drittens, Ausrüstung und Finanzierung. Über Söldner seines eigenen oder auch eines fremden Landes bildet er die zuvor gesammelten Rebellengruppen zu Terrorgruppen aus. Dies tut er, wenn möglich, außerhalb des Landes seines Zielobjektes. Er errichtet dazu geheime Ausbildungslager, möglichst nahe seinem Zielort. Wenn dies nicht geht, fliegt er sie auch von überall her ein. Er liefert den Rebellen Waffen und Munition in beliebiger Menge und er gibt ihnen Lohn für den Kampf. Viertens, der Angriff. Der ausländische Angreifer setzt nun seinen Schlachtplan gezielt in die Praxis um. Je nach Strategie greift er auch ganz gezielt zivile Personen und Einrichtungen an. Sein Ziel ist eine möglichst große Aufmerksamkeit der Völker und der Schrei nach Hilfsmaßnahmen von außen. Im Mittelpunkt der Pressemitteilung steht jetzt natürlich nicht der alles organisierende Angreifer, sondern entweder die schlechte Regierung des zu stürzenden Landes oder je nach Bedarf die Rebellen, sprich die terroristischen Einheiten. Fünftens. Die Ziele des wahren Angreifers sind immer dieselben. Möglichst große Schwächung des Zielobjektes von innen her. Gezielte Schuldzuweisungen an das Zielobjekt. Möglichst große Verwirrung und Ohnmacht der Völker. Möglichst großes Verständnis für einen militärischen Hilfsansatz von außen her. Umsturz und Beseitigung der Zielregierung. Einsetzung einer neuen Regierung aus den Kreisen der gutartig erklärten Rebellen. Rückzug der Truppen, um das Land sich selber zu überlassen, auf das es ins totale Chaos stürzt. Erneutes radikales Eingreifen zur Beseitigung aller, die zuvor als Helden angesehen waren, nun aber nur noch Terroristen genannt werden. Übernahme des Landes bzw. deren Ressourcen. Reparationszahlungen nach Belieben. Sechstens. Sich als Retter feiern lassen. Siebtens, dieselbe Übung im Großen. Was der Angreifer mit zusammengewürfelten Rebellentruppen in einzelnen Ländern getan hat, das tut er nun im großen Stil. Ganze Länder sind jetzt seine erwählten Rebellentruppen. Mit diesen umzingelt er seine größten Rivalen, die er alleine niemals schlagen könnte. Zuvor schürt er Provokationen, die er gezielt seinen größten Rivalen in die Schuhe schiebt.
Er bringt seine erwählten Rebellenländer dazu, mit ihren eigenen Waffen und Armeen gegen seinen größten Rivalen auszuziehen. Erst wenn alle Länder ihre letzte Munition verschossen, ihre besten Leute verloren haben und ruiniert sind, greift der eigentliche Menschenfeind, der wahre Angreifer und Kriegstreiber ein, um nun alle miteinander zu besiegen. Achtens. Wer sind die großen Verlierer? Alle, die sich von diesem hinterhältigen Angreifer und Kriegstreiber betören und gebrauchen ließen. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.